So, wir sind beim Sport angekommen und bei den Frauen der TSG 1899 Hoffenheim, beziehungsweise einer im Speziellen, die Kapitänin, nämlich Fabienne Dongus, für die es gute Nachrichten gibt. Also jetzt nochmal ein nachträgliches Ostergeschenk für sie. Sie ist nämlich zum ersten Mal für die Nationalmannschaft, die Fußballnationalmannschaft, berufen worden von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Und zwar ist sie nominiert für die beiden Testspiele, morgen zunächst gegen Australien und am Dienstag gegen Norwegen. Dongus ist ja schon 26 Jahre alt. Also im Fußball ist das eine Spätberufene. Deswegen möchte sie jetzt natürlich besonders viel Eindruck beim DFB hinterlassen. Sie hofft auf ihr Debüt gleich morgen in Wiesbaden. Defensive Mittelfeldspielerin in Hoffenheim ist sie und sie ist für ihren Kampfgeist in der Szene bekannt. Und vor dem Spiel morgen gegen Australien hat Philipp Köhl mit ihr sprechen können. Frau Dongus, herzlichen Glückwunsch erstmal zur Nominierung mit 26 Jahren. Ja, was sehr, sehr Besonderes, was Seltenes. Haben Sie eigentlich selbst noch daran geglaubt? Ja, also ich muss sagen, ich bin ja schon tatsächlich ein bisschen älter. Ich habe ja in den Jugendnationalmannschaften gespielt. Mit der Nominierung an sich rechnet man natürlich jetzt nicht. Es war eine riesengroße Überraschung für mich. Ich war jetzt zweimal auf Abruf, dann konnte ich mich so ein bisschen darauf vorbereiten, dass es der Fall vielleicht irgendwann mal eintreten wird. Und ja, bin jetzt umso glücklicher, dass ich mal hier dabei sein darf. Wie gut haben Sie sich denn schon zurechtgefunden bei der A-Nationalmannschaft und ja, wie wurden Sie denn als Altdebütantin bei der Mannschaft aufgenommen? Also ich habe mich bisher eigentlich ganz gut zurechtgefunden, muss ich sagen. Ich fühle mich hier echt wohl. Aber ich kenne ja auch drei Stück noch, die in Hoffenheim mit mir spielen. Das macht es dann halt auch vor allem im Vorfeld ein bisschen einfacher. Dann eben, wie angesprochen, habe ich hier in der Jugendnationalmannschaft auch schon mit ein paar zusammengespielt. Also ich kenne hier schon ein paar von früher. Und ja, da hatten wir dann natürlich noch ein paar Gesprächsthemen und ja, das macht es ein bisschen einfacher für mich, muss ich sagen. Was besonders ist bei Ihrer Karriere ist, Sie legen sehr viel Wert auf die Bildung. Sie haben schon einen Bachelor in Eventmanagement abgelegt, machen jetzt einen Master in Wirtschaftspädagogik. Würden Sie sagen, Bildung steht bei Ihnen schon an erster Stelle oder zumindest sehr hoch im Kurs? Ja, genau. Also, als ich damals 19 war, habe ich mich dafür entschieden, dass es eben neben dem Fußball ja eben auch noch ein zweites Standbein geben muss. Und ich wollte halt unbedingt irgendwie auch was machen, was mir Spaß macht. Und dann habe ich eben zuerst den einen Bachelor gemacht. Dann habe ich dann nach 4 Jahren erkannt, dass vielleicht doch auch noch die Berufsschullehre etwas sein könnte für mich. Und dann bin ich noch in die Richtung gegangen, habe noch meinen zweiten Bachelor gemacht und mache eben jetzt gerade meinen Master in Wirtschaftspädagogik. Jetzt ist es natürlich noch ein bisschen hin bis zu Ihrem Karriereende, aber können Sie sich vorstellen, dann auch in diesen Bereichen beruflich Fuß zu fassen oder sind Sie dann doch eher jetzt vor dem Sport und wollen da dann weitermachen? Ja, also die nächsten paar Jahre möchte ich auf jeden Fall noch selbst auf dem Blatt stehen und ja, also momentan ist der Plan A, tatsächlich in die Berufsschule zu gehen, aber hier hätte ich dann auch mit Sport zu tun, weil mein Fach oder mein Zweitfach natürlich auch dann Sport ist, deswegen, ich kann es noch nicht sagen, also das ist der Plan A, aber manchmal bietet das Leben ja viele schöne andere Überraschungen. Deswegen, ich lasse es mal auf mich zukommen und schaue, was kommt. Ganz kurz noch zum Abschluss. Morgen ist das erste Testspiel gegen Australien. Hat die Bundestrainerin schon was verraten? Wie gut sind die Chancen für den Einsatz? Ja, also ich glaube, ich wäre natürlich sehr, sehr froh über Einsatzminuten. Aber für mich jetzt als Neuling gilt es halt erstmal irgendwie auch Erfahrungen zu sammeln. Dann, ja, das Spieltempo ist natürlich viel höher. Mich da irgendwie im Training vor allem gut zurechtzufinden und irgendwie auch die Nominierung zu rechtfertigen. Alles, was darüber hinaus kommt, da bin ich dann froh drum. Ja, aber ich weiß noch gar nichts, wie es jetzt in den Spielen weitergeht. Okay, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und wünschen ganz viel Erfolg. Frau Dongus, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, danke auch.